Cristiano Ronaldo, meine lieben Freunde, spielt heute Abend mit Portugal gegen Spanien ein Top-Freundschaftsspiel vor der EM. Ich bin gespannt, wie die beiden Mannschaften sich präsentieren, in welcher Form. Und zum anderen wurde heute gerüchtet in der spanischen Tageszeitung AS, dass Cristiano Ronaldo zu PSG wechseln soll. Anscheinend soll Paris Kontakt hergestellt haben zu Ronaldo und seinem Berater und sollen quasi gefragt haben, ey, ist es möglich, dass er im Sommer kommt? Es geht jetzt ganz konkret darum, dass er wechseln soll. Bei Paris ist man stinksauer, Chelsea hat die Champions League geholt mit Tuchel und sie nicht. Und was macht eigentlich Paris immer, wenn sie die Champions League nicht holen? Sie investieren noch mehr. Und ein Plan könnte sein, eben Ronaldo zu verpflichten. Vor allem sollte Mbappé gehen. Und Ronaldo selbst, ja, ist nicht so ganz zufrieden bei Juventus Turin, das wissen wir ja. Seine Freundin hatte unlängst gesagt, dass er bleiben wird. Seine Mutter hatte angekündigt, dass er bald zu Sporting wechseln wird. Also irgendwie sind ganz viele Gerüchte da. Ronaldos Berater hat für ihn wahrscheinlich am ehesten noch gesprochen und hat gesagt, ja, also Sporting wird es auf jeden Fall nicht. Und was dann passiert, das hat er jetzt offen gelassen. Bin ich mal gespannt. Also Paris sicherlich eine Möglichkeit. Ich glaube, wenn da alles stimmt, wird er wechseln. Ich halte es für möglich, dass das passiert im Sommer. Gerade wenn jetzt irgendwie Real noch stärker an Mbappé baggert, könnte ich mir vorstellen, dass man dann sagt, okay, gut, lassen wir Mbappé gehen, kommt Ronaldo, spielt Ronaldo mit Neymar nächste Saison. Und Di Maria wäre natürlich Hammer, Freunde. Würde ich gerne sehen. Würde ich mir gerne angucken. Und ihr? Eure Meinung in die Kommentare. Klickt in die Mitte, wenn ihr wissen wollt, wie PSG reagiert hat, dass Thomas Tuchel die Champions League gewonnen hat. Klickt in die Mitte, findet's raus. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, hattet den Ball richtig flach.